ist Ihre Aufgabe in der Jugendbetreuung und was macht Ihre Referatstelle? Ja, wir sind ein Verein. Wir nennen uns Beteiligung ist die Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Bürgerinnenbeteiligung. Und wir arbeiten sehr eng mit dem Land Steiermark zusammen. Wir begleiten und beraten Gemeinden in erster Linie zu Beteiligungsprozessen. Das heißt, wenn es um die Einbindung von Kindern und Jugendlichen geht, wenn es um die Mitsprache geht, und sind unter anderem auch im Bereich der politischen Bildung tätig. Das heißt, wir kooperieren mit Schulen, um verschiedenste Formate und Workshops zu machen, wo es darum geht, ein Stück weit besser zu verstehen, wie Politik funktioniert. Also das heißt Demokratiebildung und politische Bildung. Wie kann man sich so einen Workshop dann vorstellen? So ein Workshop kann zum Beispiel im Landhaus stattfinden. Es kommt eine Schulklasse, kann aus der ganzen Steiermark kommen. Die bekommen von uns auch etwa kleine Einführungen. Es ist sehr interaktiv, das heißt, dass wir methodisch ganz unterschiedlich arbeiten und auch die Meinung und das kritische Auseinandersetzen bei den Jugendlichen im Vordergrund ist. Dann überlegen sie sich, welche Frage wollte ich schon immer einem Politiker, einer Politikerin stellen. Und diese Fragen werden dann eben von Abgeordneten, die direkt dann auch in den Workshop kommen, beantwortet. Danke für das Gespräch. Bitte.